Die erste Frage natürlich zum ersten Mal in Dresden. Nicht zum ersten Mal in Dresden. Ich war vor ein paar Jahren, muss ich sagen, mal in Dresden, leider nur nachts, als ich mit meinem Mann hier gespielt habe, ich glaube im Blauen Salon. Genau, das gibt's, jawohl. Genau, und da war ich eine Nacht lang in Dresden. Okay, aber da hat man jetzt von der Stadt nicht allzu viel gesehen. Leider habe ich nicht sehr viel gesehen von Dresden damals. Ich hoffe, dass sich das irgendwann nochmal ergeben wird, dass ich tatsächlich ein bisschen länger hier bin, um mir die Schönheit der Stadt wirklich zu Gemüte zu ziehen. Du machst ja wirklich eine ganze Menge. Wenn wir mal, ich musste mir das aufschreiben, weil es war zu viel. Model, Schauspielerin, Musikerin, DJ, Moderatorin, UNICEF-Botschafterin, jetzt auch noch Autorin. Heute Abend in der Börse wird es vorgestellt. Model Ich heißt das Buch. Was muss man sich darunter vorstellen? Also Model Ich ist hauptsächlich ein Buch natürlich über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe in dem Beruf und über kleine, also es sind kleine Anekdoten kommen drin vor. Ich schreibe ein bisschen über das Modebusiness und auch ein bisschen über das Promi-Sein in Deutschland, wie sich das so anfühlt. Und eigentlich ist es, glaube ich, ein Buch, was auf jeden Fall auch Leute lesen können, die sich jetzt nicht unbedingt fürs Modebusiness interessieren. Ich habe es eigentlich extra so geschrieben, dass es für alle was Unterhaltsames drinsteht und im Großen und Ganzen soll es so sein, als würde man der besten Freundin irgendwie zuhören, wenn sie Geschichten erzählt bei einem Glas Prosecco abends. Da kommt ja auch gern mal so ein bisschen Klatsch und Tratsch so mit raus. Muss man da sehr aufpassen, gerade sagen wir mal jetzt in dem ganzen Modebusiness, wo man ja auch niemanden dann auf die Füße treten möchte, oder? Also das war natürlich, als ich das Buch geschrieben habe, war man natürlich auf der Suche nach so dunklen Geheimnissen, die ja jeder wissen möchte, was da so passiert im Modebusiness. Und ich musste tatsächlich ein bisschen kramen so in meinem Hirn, weil ich nie wirklich wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht habe. So diese ganzen Klischees, die so zutreffen, die man so kennt, sprich Drogen, Partys, Rockstars, was weiß ich. Das sind alles Sachen, die ich selber nicht erlebt habe. Und kann natürlich da jetzt nicht, also war jetzt auch nicht in meinem Interesse, mir da irgendwas aus dem Finger zu saugen. Aber ich glaube, es gibt schon so zwei, drei kleine Geschichten, auch über Leute, die man kennt, die aber sehr lustig sind. Also ich wollte niemanden da irgendwie, sag ich mal, ans Bein pissen oder mich mit irgendjemandem anlegen. Ich bin eher jemand, der sich gut mit den meisten Leuten verträgt, mit denen er arbeitet. Und das sind auch alles tolle Arbeitsbeziehungen gewesen. Von daher ist das alles gar nicht so schlimm, wie man das immer hört. Okay, das beruhigt mich jetzt erstmal ein bisschen. Also kein Skandalbuch, wo man dann mit drei Gerichtsverfahren rechnen muss. Es ist kein Skandalbuch, nein. es ist hauptsächlich ein unterhaltsames Buch. Okay, wer mehr wissen möchte, kann das natürlich heute Abend sich ganz einfach von dir persönlich präsentieren lassen. Da hat man auch nicht jeden Tag die Chance dazu. 19:30 in der Börse, haben wir gerade eben schon gesagt. Du hast aber auch schon gesagt, du warst schon mal in Dresden. Die Musik hat dich hierher gebracht. Richtig. Was hörst du denn privat für Musik, mal abgesehen von der, die du jetzt auflegst? Ich höre privat eigentlich, also mein Mann und ich machen elektronische Musik, also sprich Club und Blauer Salon, also in die Richtung. Und ich höre privat eigentlich eher ruhigere so Singer-Songwriter-Sachen. Momentan mein Lieblingsalbum ist das neue Album von Iron and Wine. Alles, was so ein bisschen in die ruhigere Richtung geht, mag ich sehr gerne, weil das sind so Sachen, die hört man dann zu Hause gerne, wenn man in der Küche, also wenn ich in der Küche stehe und koche, was halt irgendwie ein bisschen gute Laune bringt und so. Okay, jetzt habe ich gelesen, du sitzt als Jurymitglied in der Model-Casting-Show Das perfekte Model. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage immer, das perfekte Model, wie muss es denn sein, deiner Meinung nach? Das ist ja die große Frage, die wir uns selber stellen in der Sendung. Wir sind natürlich auf der Suche nach dem perfekten Model. Ich glaube, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Also es gibt natürlich tolle Frauen, erfolgreiche Models, die wunderschön sind und ich glaube, irgendwo hat jeder seine kleine Marke, aber ich glaube, die Marke sind eben das, was dann den Menschen auch interessant macht. Deshalb hoffe ich, dass unser perfektes Model auch ein paar perfekte Makel haben wird. Wie muss man sich die Lesung vorstellen? Setzt du dich dahin, liest ein Kapitel vor und sagst, ich notiere noch ein paar Autogramme dazu und jetzt gehe ich wieder? Es ist ja meine erste Lesung eigentlich in dem Sinne. Also ich habe vorher jetzt bei der Frankfurter Buchmesse gelesen und bei meiner Buchpremiere in Berlin. Und das ist heute eigentlich das einzige Mal, dass wir das überhaupt in Deutschland machen, hier in Dresden, dass es wirklich so eine klassische Lesung wird in der Form. Wobei ich keine Ahnung habe, wie eine klassische Lesung wirklich aussieht. Also ich werde ein paar Kapitel vorlesen aus dem Buch. Es wird ein Gespräch geben mit einem Moderator. Keine Ahnung, was der mich fragt. Bin ich auch selber ganz gespannt. Und ich glaube, es wird einfach ein schöner, entspannter Abend. Also wenn jemand Fragen hat und da ist und irgendwas signiert haben will oder so, also dafür bin ich ja heute Abend da, dass wir einfach
sage ich mal, ganz netten Abend miteinander verbringen und bitte keine Berührungsängste haben. Das ist alles ganz entspannt.